Herzlich willkommen zu diesem Unboxing und Test der Märklin Startpackung mit der Nummer 29173. Dieses Set habe ich ganz frisch gebraucht erworben und wir werden es wie immer auspacken und dann ausführlich testen. Ja, ihr seht auch hier schon den Inhalt. 112 x 76 cm ist das Gleisoval groß. Es ist mit der Infrarotfernbedienung, die ich vorweggenommen schon nicht so gut finde. Und wir haben hier diesen kleinen Zug dabei. Ja, ist jetzt natürlich nicht riesig, aber für den Einstieg mit das günstigste Set, das man kriegen kann und vielleicht für Kinder zum Ausprobieren gar nicht so schlecht. Wir schauen mal hier unten. Vorbild Tenderlokomotive, Niederbordwagen, KKLM 505 zum Transport einer Planierraupe und ein Kippwagen. Das Modell Tenderlokomotive mit Digitaldecoder und Spezialmotor. Eine Achse angetrieben, Haftreifen, fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal konventionell im Betrieb digital schaltbar. Kupplungshaken, ein beladener Niederbordwagen und ein Kippwagen jeweils mit Relax-Kupplung. Länge des Zuges 34 cm. Ja, ist alles eher günstige Ausführung, aber nichtsdestotrotz schauen wir mal drüber. So, dieser Inhalt schaut euch entgegen, wenn ihr dieses Set öffnet. Wir haben hier eine kleine Besonderheit, denn der Verkäufer hat hier noch zwei kleine Personenwagen dazugelegt. Ich glaube, es sind die sogenannten Donnerbüchsen. An dieser Stelle an alle aufmerksamen Abonnenten, wenn jemand diese zwei Wagen haben möchte, ich würde sie verschenken gegen Übernahme der Versandkosten, meldet euch einfach. Der sich zuerst per E-Mail bei mir meldet, dem schicke ich sie gerne quasi kostenlos zu. So, dann weiter zum Test. Wir haben hier das bekannte Märklin-C-Gleis, bedeutet, es ist recht trittsicher. Also man kann es sowohl auf einer Anlage gut verbauen natürlich, als auch gut für eine Teppichbahn nutzen. Finde ich eigentlich ein sehr gutes Gleis. Ich mag das Märklin-C-Gleis. Da gibt es nichts zu meckern. Hier die entsprechenden Teile, um das Oval aufzubauen. Und hier unten, hier ist das Anschlussgleis. Hiermit verbindet ihr euer Oval mit dem Strom und es kann dann mit dieser Infrarot-Funkfernbedienung bedient werden. Jetzt schnell zur Infrarot-Funkfernbedienung, die Steuerung von Märklin, die ich am wenigsten mag. Grund, ich finde die Bedienung einfach unbequem. Also man kann hier schneller, langsamer machen, fahren. Man hat hier verschiedene Funktionen, zum Beispiel eine Hupe. Hier kann man Licht an- und ausschalten und hier kann man zwischen bis zu vier verschiedenen Lokomotiven wechseln. Diese kann man auch über das Gleis programmieren, also man setzt die Lok auf und kann dann eine Art Loknummer vergeben, beziehungsweise man kann eine Loknummer vergeben. Die sind halt sehr limitiert mit dieser Funkfernbedienung. Theoretisch ist es möglich, damit bis zu vier Loks gleichzeitig zu bedienen. Ich finde es sehr unhandlich, kenne aber auch den einen oder anderen von euch, der damit tatsächlich eine kleine Anlage betreibt. Das geht natürlich schon. Ich finde jedoch die Mobile Station um Welten besser. Also kurzes Statement von mir dazu. Ich mag diese Fernbedienung nicht. So, wir schauen uns den Zug an, denn darum geht es ja eigentlich hier. Ah, der hängt ein bisschen. So, da haben wir diese Lok. Die finde ich sieht eigentlich ganz nett aus. Man muss jedoch direkt dazu sagen, der Detailgrad ist sehr gering. Ist aus meiner Sicht mit der geringste Detailgrad, den man bei Märklin erhalten kann. Beispielsweise sehe ich hier keine Nieten oder ähnliches. Für Märklin-Verhältnisse relativ schwach. Und man darf nicht vergessen, diese Packung ist zwar günstig, kostet jedoch immer noch irgendwo um die 80 Euro im Handel. Also geschenkt gibt es hier auch nichts. Ja, finde ich persönlich nicht so gut. Für Kinder vielleicht ausreichend. Mir persönlich wäre das zu wenig. So, dann schauen wir hier weiter. Hier ist dieser Kippwagen. Den finde ich eigentlich ganz nett, aber auch hier, ja, sieht irgendwie nach Spielzeug aus. Also Modell, ja, tue ich mich wirklich schwer damit, das Modell zu nennen. Der hier ist ein bisschen besser, glaube ich. Ja, er hängt. Der hier ist ein bisschen besser, glaube ich, den gibt es halt auch einfach so zu kaufen, beziehungsweise in anderen Startpackungen. Wobei der recht kurz ist. Normal ist der länger, glaube ich, aber da kann ein Experte von euch sich gerne auch mal äußern. Hier auch mit ein paar Markierungen und so, der sieht schon etwas hochwertiger aus. Hier darf den Bereich der DB nicht verlassen. Hier auch ein paar andere Markierungen. Ich zoome mal hier hin. Ja, also der ist okay. Also ich finde von diesen drei Sachen, Lok und die beiden Wagen, ist der hier ja vom Detailgrad
der einzige wirklich brauchbare. Fassen wir kurz zusammen, wir kriegen hier für einen günstigen Einstiegspreis im Märklin-Segment eine Startpackung, bezahlen das jedoch mit geringer Detailtreue. Finde ich so mittelgut. Ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal rüber zur Teststrecke, testen den Zug auch mal. Aber bisher kann ich direkt vorwegnehmen, bin ich nicht allzu angetan von diesem Set. Selbst für Kinder, wenn sie richtig klein sind, würde ich im Moment noch zu MyWorld tendieren. Sind sie etwas älter, sind glaube ich die meisten auch mit einem besseren Einstiegsset einfach ja, langfristig besser bedient. Nichtsdestotrotz, wir gehen rüber, schauen uns den Zug im Detail an.